Guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin Soul. Ich bin Rockstar. Und wir sind in den letzten Zügen. In den letzten Zügen von Batman Arkham Knight. Wir sind am Riddler suchen. Am Riddler suchen, also Rätsel machen. Hier das Rennen kannst du jetzt machen. Ach ja, genau, das Rennen, da waren wir ja. Ich war gerade mal überlegen, wo wir waren. So, ich guck mal eben hier oben drauf. Vielleicht ist das ja hier irgendwie... Ganz oben vielleicht, da habe ich ja schon geguckt. Ja. Nee, das sieht nicht so aus. Links von dir? Nee. Ach doch, da ist es. Sehr gut. Die Miliz macht mir keine Angst. Jetzt muss man halt hier länger draufstehen. Und dadurch wird das dann halt aktiviert. Okay, 38 Sekunden. Das ist schwierig. Ist es nicht. Ja, wenn er sowas macht, dann schon. Ja, in der Tat. Ja, packst du nicht mehr. Warte. Oh, das könnte man klappen. Ach, ich hasse das Batmobil da. So, 20 Grün, Sekunden. Den Grün nehmen wir nicht mit. Na, nehmen wir irgendwann mal mit. Oh, 13, 12, 11, 10, 9, 8... 7. Hätte das Batmobil 6, die Scheiße gemacht, wäre es machbar gewesen. 4, 3, 2. Ah, ne. Hey. Schade. Knapp. Okay, warte. Hätte dir noch 5 Sekunden circa gefehlt. Ja, warte. Ich werde das Batmobil jetzt super geil platzieren und so und dann wird das gehen. Also, ich finde jetzt bis jetzt. Ist das schon ein recht gelungenes Spiel, muss ich natürlich sagen, ne? Ja. Also abgesehen vom PC-Port, ja, wie gesagt. Ja, wie gesagt, es bietet auf jeden Fall genug Abwechslung. Das muss man ja an der Stelle sagen. Die Storyline ist überragend. Ja. Und die Charaktere an sich, boah. Da geht dir einer flitzen, du. Ja, ja. Also man muss schon sagen, Arkham schon richtig geil, ist quasi spielbare Episode von Batman. Ja. Das ist einfach so. Und in der Tat, das war es. Vor allem natürlich auch ein Anblick, den man so schnell nicht vergisst, die Stadt der Angst. Ja. Also definitiv ein Anblick, der, wo man denkt, boah, geil, Alter. Ne? Und ja. Zeit gegen mich zu fahren, Batman. Nun nicht direkt, aber gegen meine theoretische Zeit, in der ich diesen Kurs abschließen würde. Achso. Oh, der hat gar nicht das Ding abgeschlossen, die blöde Sau. In der theoretischen Zeit, hat er gesagt. Ja, ja, in der Theorie schafft er das in der Zeit. Glaube ich nichts von. Wer kontrolliert jetzt die Miliz, wenn der Knight weg ist? Warum dreht das scheiß Batmobil um, Alter? Oh, perfekt, danke. 20 Sekunden, jetzt könntest du es schaffen. 16, 15, jetzt hast du 3 Sekunden mehr als vorher. Weit mehr. 7, 6, 5, 4. Ah, es wird knapp, geh schneller hin. Nee. Boah. Bam, Junge! Alter, das war knapp. Das war auf die letzte Sekunde getimed bis zum geht nicht mehr. Ja, so. Wir wollen jetzt hier runter, weil hier unten hatten wir ja auch noch was drin. Weil genau, da hatten wir alle Trophäen, nur die zerstörbaren Objekte nicht. Ja, aber ich denke, die werden wir finden. So, jetzt muss ich nur den Weg da rein wieder finden, aber eigentlich... Hier links. Dann hier geradeaus. Rechts. Ja, hier so wie die Pfeile dir das sagen. Nein, der führt mich zum Hauptquest. Immer noch. War das nicht hier irgendwo? Hier. Ah, hier war das. Oh, da komme ich gar nicht rein. Ah, doch. Doch, ich. Mit der Winde. Ja, aber will er nicht immer geben.
Und jetzt werden wir sehen, wo teilweise Trophäen sind. Da wirst du auch sagen, ey, da hätte ich nie gedacht, dass da eine ist. Finde ich aber gut, dass die Arkham-Teile sowas dann gemacht haben. Bei Arkham Asylum war das noch die Riddler-Karte. Okay. War ein Bestandteil dieser Rätselklamotten. Die gab es halt in jedem Bereich eine. Und die musstest du dann halt finden. So, hier ist erstmal nichts. Das heißt, hier könnten wir höchstens zerstörbare Objekte irgendwie an gemeinen Stellen haben, die gerade. Also diese Spinnen und so, ne? Nein, nein, nicht die Spinnen. Das ist da oben links. Rechts war da eins. Die Schilder. Aber das meine ich. Weißt du, der ist jetzt so gemein versteckt. Drehe dich nochmal vorsichtshalber um. Ja, nee, also zwei zerstörbare Objekte an einem Platz werden sie nicht machen. Okay. Das wäre zu leicht. Was hier noch sein könnte, wieder an der Rückwand. Das machen sie ja auch gerne, so weil du da ja im Normalfall nicht hinguckst. Das hier hätte ich mir mehr gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Also, weil ich finde, dass dieses Rollen und sowas finde ich geil. Ja. Ne? Und finde ich ein bisschen schade, dass das nicht öfter eingebaut wurde, aber was willst du machen? Man kann auch nicht alles haben, ne? Nee, man kann nicht alles haben. Also als Spieler hast du immer was zu meckern beim Spiel. Ja, natürlich. Das perfekte Spiel gibt's nicht, aber ich sag mal so, das, was du im Spiel machen kannst, das macht schon ordentlich Fun. Ja. Ne? Natürlich gibt's die ein oder andere Nebenaufgabe, die so ein bisschen nervig ist, so hier diese Azrael-Klamotte, ne? Wenn du dich da mit deinem ein bisschen mit dem Kampf beschäftigen musst, ne? Und wenn du jetzt klar nicht so auf Kämpfen bist, du könntest das Spiel ja auch quasi durchspielen, indem man dich quasi gar nicht sieht. Ja. Das geht ja auch. Dann hast du natürlich das Lustige, dass du dich eigentlich wenig mit diesen Kampfherausforderungen herumplagen möchtest. Okay, hier ist nichts weiter. Wo die Fragezeichen sind, wissen wir ja. Und ja, aber das ist dann halt auch... Da oben. Ach, guck mal, da siehst du wieder ganz gemein. So schön mit Eingabe. Das finde ich schon geil, dass die das so eingearbeitet haben, dass das quasi aussieht, als würde es zur Kulisse gehören. Dadurch ist das auch immer sehr, sehr schwierig. Ja, also es ist schon sehr, sehr für auf Detail geachtet. Ja, es fügt sich alles so ein bisschen ein. Also ich habe ja eigentlich damals gedacht, ich hatte schon im Vorfeld wieder gelesen, so hier zerstörbare Objekte, bla bla, ne? Und habe mir gedacht, boah, das wird bestimmt total nervig sein, weil es überhaupt nicht dazu passt, ne? Habe ich dann aber nachher natürlich gesehen, okay, nee, doch nicht. Und dieselben Bedenken hatte ich übrigens bei den Riddler-Rätseln im ersten Teil. Okay. Also da habe ich so gedacht, boah, das wird sich bestimmt so nicht einfügen, dass du da rumrennst und irgendwelche Trophäen oder so suchst, ne? Das wird bestimmt schlimm, ne? Da wirst du dich bestimmt ärgern, dies, das und hast du nicht gesehen und war dann aber nicht so. So, jetzt können wir erstmal bis zur großen Kreuzung da durchgucken. Und dann haben wir dieses Ding hier auch schon direkt fertig. Wuhu! Ich hätte mir mehr bei den Rennen sowas gewünscht. Sowas wie hier zum Beispiel hätte ich cool gefunden. Weil hier, wenn du jetzt hier geradeaus ja normal weiterfährst, machst du ja einen derben Abschmierer. Damit haben sie ja auch viel geworben, ne? Also man hat viel diese Drehungen gesehen in so einem Tunnel und so. Aber schade, dass es in Gotham da nicht so die Möglichkeiten gibt. Nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ja, also es gibt irgendwie zwei, drei Tunnel, die es da gibt in der ganzen Stadt verteilt. Bisschen schade wieder, aber was willst du machen? Hier könnte auch noch irgendwo ein zerstörbares Objekt sein. Nee, das letzte zerstörbare Objekt haben wir. Das ist ja so. Hier sind die vier Trophäen. Das ist alles, was hier drin noch ist. Der Rest wissen wir, wo ist. Diese beiden, die waren nicht eingetragen. Och, Leute. Jetzt machen wir nicht schwach, Betsy. Noch ein bisschen tauchen. Erstmal den Anzug sauber machen. Das geht jetzt nicht. Ja, das gehört zur Grundausstattung von Batman. Einmal durchs Wasser. Ja, aber dafür ist der Mantel noch echt dreckig. Ja, und natürlich, was ich auch mega geil finde, ist natürlich hier der Anzug, ne? Also der Anzug ist natürlich, wow. Ne? Man kann auch nachher in diesem, in dem Anzug von Arkham Asylum, kann man ja auch frei spielen. Ich glaube, den haben wir sogar schon frei. Kannst du auch da drin spielen. Geht auch. Ja, und, aber ich finde diesen neuen Anzug, finde ich halt auch sehr pompös, muss ich dazu sagen. So, feststellen. Ja, ich finde diesen ganz neuen Anzug. Den du auch in deinem privaten drin hast. Ach so, hier, den Batman of the Future. Ja, den finde ich richtig geil. Das Lustige ist ja, was ist auch lustig zu wissen, damals gab es ja Gerüchte, dass an einem Spiel gearbeitet wird von Rocksteady, was hier zu Batman of the Future wäre. Okay. So, das Gerücht kam auf, weil der Konzeptart dieses Anzugs aufgetaucht ist. Ja, und ist sehr lustig, wenn man das so weiß. So, ja, das, klar. Ne? Und Hammer. Hinter der Wand. Möglich. Hinter der Wand.
Nee, besser. Hier ist wieder das Gemeine. Du kannst ja hier oben drauf. Beziehungsweise hier drauf. Und das ist irgendwo hier in der Ecke oder so. Na, ich bin quasi drauf. Das heißt, das ist hier irgendwo. Geh nochmal ganz nach oben. Warte, warte, warte. Ich räume mal eben ein bisschen auf hier. Wer sagt, dass das nicht in irgendwelchen Scheißdingern drin ist? Das hatten wir jetzt noch nicht. Soweit wir wissen. Und dann links? Ach, warte. Es könnte ja auch sein, dass das hier drin ist. Kann auch gut möglich sein. Ach, Batmobile, was machst du denn hier? Alter, ohne Scheiß, ne? Oh, einmal auf die Karte? Nö. Nee. Das ist hier in der Ecke. Ja, guck doch mal ganz da oben drauf. Aber nee. Warte. Hier gab's doch irgendwie was ganz Komisches, meine ich. Ich mach mal die Detektiv. Ah, guck mal, siehst du. Sag ich doch, dass die da, dass ich die aus dem Augenwinkel gesehen habe. Aber du warst wieder so verpeilt. Ja, ich war wieder so schnell, so verpeilt. Und das kann ich gut. Verpeilt sein geht immer. So, jetzt fahren wir erst rechts, weil dann können wir gleich zwei einsacken. Da war die. Ja, da haben wir schon mal die erste. Völlig offensichtlich. Vor allem das Geile ist, du bist hier noch die Treppe hochgegangen. Das weiß ich noch. Na, ich hab's dann nicht mehr gesehen. Ja, ja, das ist. Teilweise sieht man die dann auch nicht mehr. Das ist ganz schlimm. So, und jetzt quasi gegenüber. Okay. Unter dem Bagger. Pass auf. Unter dem Bagger. Wollen wir wetten? Das würde zum Spiel passen. Auf der anderen Seite. Also unter dem Bagger kann ich nicht. Okay. Weil in Arkham City, ich glaube, die hatten wir sogar eingesammelt. Kann das sein? Da gab es eine unter dem Bagger. Einer kann gut möglich sein. Gehen wir mal eben hier hoch. Okay, hier ist er nicht. Aber du bist auch noch nicht ganz da. Warte. Ich muss nur die Blickrichtung. Okay, weiter. Siehst du, ich wusste, es war irgendwas mit Containern. In einem der Container ist die drin. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie. Ja. Oder war die oben? Oder die war da oben. Ich hasse das Spiel. Ja. Tja, tja, tja. 25 Rätsel übrig. Inzwischen liegen deine grauen Zellen im Sterben, verteilt über deine Hirnrinde, wie die Soldaten der... Ja, ja, ist klar. Erzähl du da mal, Vogel. So, wir können diesem Tunnel folgen, richtig? Richtig. Ja. Dann können wir das letzte zerstörbare Objekt nämlich mitnehmen. So, nee. Weiter, weiter, weiter. Hier irgendwo ist das letzte zerstörbare Objekt. Da oben. Auch wieder sehr gemein versteckt. Total außerhalb des Blickwinkels, wenn man so da durchdüst. 15 Schilde der Miliz zerstört. So, jetzt müssen wir hier nach rechts. Aber da kommst du nicht weiter. Nein, 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 vergiss nicht. Hier drin haben wir bisher nicht das Batmobil wirklich dafür gebraucht. Für die Dinger. Da ist er schon. Da ist er schon. So, damit wären wir in der Ecke hier auch fertig. Sehr gut. Das heißt noch 24 Stück. Wupp, wupp, wupp. So, sag Scarecrow frei. Oh, ein Rätsel. Ein Rätsel. Das ist ein gemeines Rätsel. Das wird niemals auf der Karte eingetragen. Okay. So, das haben wir frei. Dann machen wir das jetzt auch eben. Denn er redet ja von PS und so weiter. Fährt ja. Und hast du nicht gesehen. Was er natürlich meint ist... Ist das Batmobil? Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Das ist richtig gemein, dass sie das mit reingenommen haben. So, damit haben wir... Nein, wir wollen uns die nicht anhören. Noch nicht. Das machen wir vielleicht, wenn wir alle haben oder was. Keine Ahnung. Ja, ja, ist gut. Geben die auch im Sack da. So. So, damit hätten wir Founders Island fertig. Miyagami haben wir fertig. Uns fehlt noch Bleak. 21. Nee. Bleak Island, oder? Nee, warte, Bleak Island haben wir. Oder? Oder? Haben wir. Bleak Island haben wir auch fertig. So, Bleak Island ist fertig. Miyagami ist fertig. Founders ist fertig. Stack Enterprise ist fertig. Wir haben nur noch die Panessa Studios und die Basis des Arkham Knight. Sehr schön.
Aber die werden später erst freigeschaltet, beziehungsweise Panessa Studios können wir jetzt noch machen. Panessa Studios wollte ich jetzt hin. Arkham Knight ist auch schon frei. Warte, wie komme ich jetzt in die... Nein. Stadtkarte. Die Basis des Arkham Knight. Da muss ich selber erstmal gucken, wo das war. War das hier? Ja. Ja. So, weil da können wir ja wieder rein und wir haben jede Menge Scheiß schon eingetragen. Also das ist kein Problem. Wir können da auch wieder rein, so wie wir es gewohnt sind. Und können da dann direkt dann auch weitermachen. Also, aber da fehlen uns auch noch ordentlich viele. Nö, wie gesagt, uns fehlen jetzt hier insgesamt noch... Warte, wie viel fehlen uns? 221 haben wir jetzt. 221 brauchen wir. Das heißt, 22 Rätsel fehlen uns ja, noch. Ja, 13 haben wir in der Basis der Arkham Knight, 7 so, zerstörbare Objekte. Wir haben aber hier jetzt noch... ich sehe direkt zwei Trophäen, drei, vier. So, das heißt, wir haben nur noch 18 Rätsel in der Basis des Arkham Knight. So, und der Rest ist dann quasi Peanuts. Da müssen wir ein, zwei grüne Buben auf jeden Fall noch finden. Nicht zwingend. Also, Wir werden mit deinem Gedächtnis vielleicht nicht. Kannst du auch drüber springen? Das geht, ja. Ich war gerade auch... Was ich so ein bisschen schade finde, die U-Bahn in Arkham City zum Beispiel, die fand ich auch richtig geil. Ja. So vom Level-Design her und so weiter, fand ich die ja richtig cool. Schade, dass sie sowas hier jetzt nicht gemacht haben. Ja, aber... Finde ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, finde ich schade, finde ich jetzt nicht allzu wild. Hätte ich aber cool gefunden, wenn sie es gemacht hätten. Na, gehst du tauchen oder auch nicht? Ich bin der Cheater. Hier war ja auch ein Schild, sieht man ja noch. Ja. Also wie gesagt, teilweise sind die auch so gemein versteckt, dass er dich immer erst umdrehen muss. Was ist mit diesen Krabben? Die Roboter. Die sind in der Arkham Base, ja. Also da haben wir auch nicht mehr viele, weil schon viele haben wir da eingesackt, ja eigentlich, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, da müssen wir auch... Mehr als fünf haben wir auf jeden Fall, das weiß ich schon. Ja. Das fünf, heißt, sechs Stück haben wir schon vorher gesucht, ja. Bekommen. Nee, also zum Beispiel auch so eine Sache, die uns enttäuschen wird, ist halt nachher, also alles, was jetzt noch an Gegnern kommt, ja, wird natürlich jetzt, also wenn man es durchgehend vor allem spielt, nicht so wie wir in Abständen, wir haben da ja teilweise immer so ein, zwei Wochen zwischen, bevor wir weiterspielen, dann hast du nachher natürlich das Problem, dass die alle Kämpfe nachher auch zu leicht werden. Das ist einfach so. Ja klar, aber das ist bei jedem Spiel so. Ne? Also, ich überlege bei den Mortal Kombat Spielen oder auch bei Half-Life. Ja. Auch so ein ganz gutes Beispiel, finde ich, ist da zum Beispiel Witcher. Ja. Wenn ich überlege, wie wir uns an Immerith gekaut haben und dann später an, sag mal, wie hieß der? Eridin, an den König. Nee, aber was ich ja viel lustiger finde, wenn ich jetzt überlege, ne, wenn ich mit meinem Schwerthexer da jetzt zum Beispiel komme, oder du mit deinem Mischhexer, den du privat spielst, denke ich, werden wir beide da weniger Probleme haben, als mit dem Hexer, den wir da gemacht haben. Ja. Einfach, weil wir auch keine Ahnung von der Materie hatten. Wir hatten ja kreuz quer durcheinander gewürfelt da. So, wo wollte ich hin? Panessa Studios. Panessa, ne? Ja. Uiuiui. So, wo sind sie? Nee, Basis. Basis. Ach guck, siehst du, es wird auch noch unterschieden zwischen Süden und Westen. Ah, okay. Das gibt's dann auch noch. Also es gibt gewisse Rätsel, die kriegst du auch, da kannst du abkürzen, da kannst du durch den Süden dann rein. So, wir wollten aber in die Panessa Studios. Wo waren die noch gleich? Waren die nicht hier irgendwo? Ja, da waren sie. Da war ein Grüner, den kannst du auch gleich direkt smooth einsacken. Batman, du kannst auch schnell rennen, bitte. Danke. Wo willst du hin? Bleib hier. Konter? Ja, ja, ich bin bereit. Reden wir über den Riddler. Ich werde dir gar nichts sagen. Und ob. Neuer Versuch. Okay. Also es ist Arkham Knight. Ja, bei Panessa Studios ist ja alles eingetragen. Ja, stimmt. Also wenn wir jetzt frei kriegen, dann sowieso nur... Dann sowieso für die Basis Arkham Knight. So, hier, euch Buben nehmen wir mal natürlich noch mit. Nachher meint man noch, wir würden weich werden oder so. Dann auf und davon. In der Tat. Hui.
wie er einfach mal alles wegmetzelt. Ja, ich muss aber sagen, wenn man sich bei Witcher auf ein bis zwei Fähigkeiten bei Zeichen fixiert und dann halt nur so generell für den Schwerthexer aufmacht. Du spielst ja gerade einen Swordcaster. Genau. Das gibt's ja auch. Da darfst du dich auch nur auf zwei Sachen spezialisieren. Was du auf jeden Fall drin haben wirst, ist, glaube ich, Wirbel als Swordcaster. Habe ich schon reingeguckt. Ja. Wirbel werde ich haben. Hier dieser schweren Schlagkonter, der schwere Schlag, der wird auch komplett aufgerüstet sein. Mhm. Ja, und dann die Zeichen. Ich bin jetzt auf Art und Igni gegangen. Ja, nun, also du weißt ja auch schon jetzt so, wie du bei Dings gespielt hast, da hast du ja auch schon gesehen, dass Art im Prinzip auch so ein recht übermächtiges Zeichen ist. Lustig ist, dass dieser Trick mit Art, den du da benutzt, ne, der funktioniert seit Witcher 1. Na, ja, ist doch gut, dass sie auch sowas mit eingebaut haben. Ja, nee, das ist ja eigentlich, ich glaube, eigentlich sollte das gar nicht so funktionieren. Aber es funktioniert dennoch so. Und ja, ist halt schwierig. Ja, finde ich amüsant. Ja. So, so, während wir jetzt runterfahren in die Panessa Studios, sagen wir zu euch see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Batman Arkham Knight. Tüdelü. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.